Wir betreten die Studiobühne. Willkommen bei unserer Studiobühne. Da ist noch viel Arbeit, ich sehe es bis hier. Ich kann es kaum erwarten, mit dem Dreh zu beginnen. Worauf warten wir? Der Professor hat den Film mitgenommen. Er will daran arbeiten. Wenn alles funktioniert, dann drehen wir einen Farbfilm. Wie gut, dass ihr so bunte Sets gebaut habt. Wir haben noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Ich habe eine Liste. Kümmere mich darum und ich liebe Listen zum Abhaken. Okay. Es ist schon ziemlich viel zu sehen. Also wir müssen uns hier zumindest nicht durcharbeiten. Hier sind wir rausgekommen. Ashers Studio. Nehme ich mal an. Das fände ich jetzt übel, wenn es hier noch eine dritte Ebene gäbe. Ich hoffe, das ist jetzt nur die einzige. Da kommt nicht nochmal was. Wir haben auch diesmal keine Questreihe, sondern nur Aufgaben. Züchte eine neue Pflanze im Gewächshaus, um ein paar unirdische Pflanzen für den Mars zu erhalten. Bringe die Eimer mit Farbe zu Edmund, damit er mit dem Malen beginnen kann. Fülle den Treibstofftank, damit die Modellmechanismen funktionieren. Fülle die Sprengladung mit Schießpulver, um kontrollierte Explosionen für den Film zu erzeugen. Wir bekommen dafür hier so 10 Energie, 20 Energie, 40 Energieeinheiten und 110 Energieeinheiten. Eine super Cola. Wenn wir diese 4 Aufgaben erfüllen, wir haben jetzt noch 3 Tage und 2 Stunden Zeit dafür. Ich hoffe, ich schaffe das. Dann haben wir hier noch Aufräumbelohnungen. Bei 25 gibt es das Übliche, bei 50 auch. Bei 75 auch nicht irgendwas Besonderes, außer Smaragd oder ein Smaragd. Und bei 100% gibt es dieses Gewächshaus, was vielleicht auch, aber das werde ich sowieso nicht 100% abräumen, das geht überhaupt nicht. Ich werde jetzt hier einfach den Fokus tatsächlich legen auf die Aufgaben. Kann ja sein, dass noch kleine Storyparts kommen, wo sie sich unterhalten, damit wir die auch einfangen. Aber ich glaube, abbrechen werde ich mir hier nichts. Können wir an der Bühne noch was machen? Wir brauchen Miniatur-Set-Teile, die wahrscheinlich hier überall verstreut sind. Wir haben 4 Stufen. Und sonst gibt es hier auch erstmal nichts. Ja gut, dann gucken wir doch erstmal diesen Teil an. Oder? Ich glaube, wir können das, egal welche Reihenfolge öffnen hier, denke ich mal. Wir machen mal hier auf. Wie viel waren es? 55? Wahrscheinlich haben wir auch wieder kleine Aufgaben, oder? Zusatzaufgaben noch? So, was haben wir denn hier? Können wir hier sprengen? Sprengladung, fülle sie mit Schießpulver. Warte mal, zu was gehört das? Hier, fülle die Sprengladung mit Schießpulver, um kontrollierte Explosionen für den Film zu erzeugen. Und der Schießpulver ist wahrscheinlich 18 Stück hier irgendwo verteilt. Sechs TNT-Säcke habe ich gefunden. Das könnte eigentlich hinhauen mit 18, wenn in jedem 3 sind. Wir gucken einfach mal nach. Der hier war besonders fies. Da muss man halt ganz da hinten hin. Ja, danke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, sieht gut aus. 3 Stück sind in jedem drin. Noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Wenn wir so weitermachen, können wir mit dem Geschichtsabenteuer vielleicht sogar die 91 erreichen. Ich bin nämlich schon ziemlich kurz vor Level Up. Lass uns mal überraschen. Sind es dann 4 Bereiche? Ja, könnte hinkommen. Für jede Aufgabe eine mit Erde bedecken? Okay, ich kenne mich mit Schießpulver nicht so aus und mit Explosionen, aber wir bedecken. Du hast die Aufgabe abgeschlossen. Deine Belohnung liegt in deinem Heimatlager, dankeschön. Okay, die nächste Aufgabe ist wahrscheinlich hinter dieser Türe und wir können gar nicht aufmachen, weil wir jetzt blöde 49 haben. Ach, dann machen wir doch mal das Brückle hier frei. Da geht's doch bestimmt auch irgendwo hin. So,
falls wir nachher nochmal blöde 49 haben, lasse ich das mal übrig. Sonst ärgere ich mich nachher wieder. 55. So. Wir machen einfach der Reihe nach. Mal sehen, welche Aufgabe. Abenteuer ist es ja keins. Welche Aufgabe? Aha. Das ist jetzt hier mit ihm. Was mussten wir da machen? Bringe ihn zu Edmund. Ja, irgendwas mit Farbe? Bringe die Eimer mit Farbe, damit er mit Malen beginnen kann. Okay. Ja, das ist die richtige Marsfarbe, ne? Klicken wir ihn mal an. 6 Eimer müssen wir finden. Ich glaube, die magische Zahl in diesem Gebiet ist 6. Okay, wir suchen Eimer mit roter Farbe. Es ist gar nicht nur rote Farbe, sondern auch gelbe. Guckt mal. Gelbe und rote Farbe. Ich hoffe, wir müssen nicht nehmen. Es gibt kein besonderes Ordnungssystem. Da haben wir eine rote. Hier hinten ist noch eine gelbe versteckt. Aber schon schön ordentlich hinstellen, auch wenn es kein Ordnungssystem gibt. Da oben haben wir wieder gelb. Und rot. Also ein eher kleines Gebiet hier. Gucken, ob er glücklich ist. Ach, wir sollen auch noch was investieren? Na gut. Bringe die Eimerfarbe zu ihm. Was macht er damit? Kulissen aufbauen? Du hast die Aufgabe abgeschlossen. Deine Belohnung liegt in deinem Heimatlager. Und die Belohnung werden wir auch gleich brauchen für unsere nächste Aufgabe hier üben. Dann öffnen wir auch mal hier unsere Türe. Aha, das ist jetzt das mit dem, dieses Gebäude, was wir dann auch kriegen, ein Glashaus. Ich habe schon einige Gewächshäuser. Ich glaube nicht, dass es eins ist, das ich unbedingt haben müsste. Wir brauchen Wildblumen und roten Mohn. Das ist sowas hier. Roter Mohn. Mal gucken, wie viel in einem ist. Und das sind die Wildblumen? Ja. Also in einer Blume sind 35 roter Mohn. Ja, ist eigentlich logisch, wenn man es mit 35 abbaut. Dann ist meistens auch 35 Ringe. Also 35, 35. Dann brauchen wir mehr Wildblumen als roter Mohn. Und ach, das... Roter Mohn. Wir müssen sie kreuzen. Okay, wir gehen. Mal Blumen pflücken. Da hinten lugt auch schon einer raus. Wie groß die Wiese ist. Auf der wir Blumen pflücken müssen. Liebe Blümchen, ihr müsst leider dran glauben. Tut mir leid, ich hätte euch gern stehen gelassen, aber wir brauchen euch. Für ein wichtiges Projekt. Dann haben wir hier einmal Wildblumen. Dann hier dahinter den Mohn haben wir ja schon gesehen. Und dann gibt es hier nochmal Wildblumen. Und hier unten auch. Ah, und der Mohn ist auch noch da. Ah. Und hier haben wir auch noch einen. So, da sind auch nochmal Wildblumen sieht aus wie eine Lichtung auf der Lichtung. Da ist nochmal Kerosin. Und, oh, dankeschön. Nochmal, das sind Energie, da hinten sind Wildblumen. Und wer jetzt mitgezählt hat, der sagt sich, da fehlen aber noch einmal Wildblumen. Ja, guckt mal, die schauen hier raus. Aber, oh Mist, ich dachte, das wird jetzt frei. Wenn ich die Wildblumen hier wegnehme, ich muss jetzt hier so ein Öschi wegmachen? Ich vermute mal, der eine hier wird nicht reichen. Den könnten wir gerade wegmachen, aber Steine brauchen wir eh. Nehmen wir sie mal mit. Wenn wir Glück haben, oh, wenn wir Glück haben, dann zappt das auch auf. Dankeschön. So,
Und dann müssten wir, wenn ich richtig gerechnet habe, alle haben. Ja. Wir können Mohn- und Wildblumen kreuzen. Und haben dann eine Aufgabe erledigt, damit wir Pflanzen haben, die nach... Aber auf dem Mars gibt es doch gar keine Pflanzen. Naja, vielleicht im Roman schon. Im Film und im Roman. Das könnte schon sein. Jo, ich hoffe, hinter den Wölkchen ist jetzt nicht nochmal was versteckt. Die lasse ich jetzt einfach links. Beziehungsweise eher rechts liegen. Und dann müssen wir hier noch über das Brückchen. Da ist noch ein kleines Gebiet, wo wir was machen müssen? Fülle den Treibstofftank, damit die Modellmechanismen funktionieren. Jo, da, der muss sich ja wohl jetzt hier befinden. Und den müssen wir dann auch erstmal nochmal aufhacken hier. Da steht er schon. Klicken wir mal an, was müssen wir denn tun? 21 Treibstofffässer finden. Im kleinen Areal, ah, da sind bestimmt wieder mehrere in einem. Ich könnte mir vorstellen, 7 Stück und in jedem sind 3 oder so. Wir gucken mal. Und tatsächlich, wir haben 7 Fässer gefunden. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Und in jedem sind 3 Fässer. In jedem Fass sind 3 Fässer. Klingt irgendwie nicht so richtig, aber... In Klondike ist das möglich. Und damit bestücken wir das große Fass. Wir tanken auf. Du hast alle Aufgaben abgeschlossen, nimm dir deinen Und jetzt bekommen wir erst eine Quest. Das ist tatsächlich obligatorisch, um weiterzukommen. Nun stand nur noch das Bauen des Miniatursets auf unserer Aufgabenliste. Wir brauchten es für die allererste Szene, in der unser Held auf dem Mars landete. Baue das Miniaturset auf der Studiobühne zusammen. Wir kriegen tatsächlich eine Quest und jeder, der gedacht hat, oh nee, das ist ja nur so ein Aufgabenabarbeiten, der würde das tatsächlich verpassen. Das sind jetzt nicht zufällig irgendwelche Roulettes geworden oder so. Die sieht nicht so aus. Eimer stehen auch noch da, okay. Dann gucken wir mal, was aus der Bühne jetzt wird. Und was wir dazu brauchen. Also, wir haben Miniatur-Set-Teile bekommen. Wir bauen auf, baue es für die Dreharbeiten auf der Bühne zusammen. Wie oft? Steht da gar nicht. Wir müssen einfach nur die Bühne fertig kriegen. Okay, wir haben hier sogar eine Blaupause liegen. Hinten wird jetzt die Kulisse, beziehungsweise, ja... Keine richtige Kulisse, es ist halt einfach ein, so wie man es früher gemacht hat im Theater, ne? Einfach nur so eine Leinwand, wo dann die Landschaft aufgemalt ist und davor hat man dann gespielt. Nochmal, zweimal müssen wir noch. Oha, wir bekommen Landschaft. Wozu haben wir uns eigentlich den ganzen Stress gemacht mit Raketen und Zeug? Das passt ja alles gar nicht auf die Minibühne. Oder ist das jetzt nur für die totale Sachen, wo es aussehen soll? Ach ja. Ja, natürlich. Miniaturset. Da wird vorgegaukelt, man würde sich auf einem riesigen Planeten befinden. Dabei ist es nur so eine Mini-Landschaft. Alles, oh, sieht das toll aus. Die Miniaturen waren so echt. Ich war mir sicher, dass sie im Film toll aussehen würden. Und das Publikum sich die Landung auf dem Mars gerne ansehen würde. Und wir bekommen sogar so eine Bühne. Dankeschön. Ich bekomme eine Gänsehaut. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Ich freue mich, dass wir deine Vision erfasst haben, Miss Moore.
Noch eine gute Nachricht. Der Professor hat einen Farbfilm für uns erstellt. Einen Film in Farbe? Das ist ja unglaublich. Es ist wirklich ein Traum, dass meine Geschichte zu einem Farbfilm wird. Vielen Dank. Und jetzt? 3 Tage. Jetzt gucken wir mal in die Geschichte. Jetzt müsst ihr hier weitergehen. Ja, genau, das hatten wir. Ganz Grand Hill. Warte. Ich glaube, die Bilder kommen immer erst unten, ne? Ganz Grand Hill ist im Filmrausch. Am Set mussten die Einwohner sich einigen Herausforderungen stellen. Aber wer hat gesagt, es wäre einfach, einen Film zu drehen? Durchdacht, die Kulisse ist fertig. Die Schauspieler sind in ihre Rollen geschlüpft und wir können anfangen. Es ist an der Zeit, die Realität für eine Weile hinter uns zu lassen und in die Welt der großen Filme einzutauchen. Nächster Halt, Mars. Nett. Das heißt, jetzt geht's auf den Mars, beziehungsweise zu den Dreharbeiten. Hier können wir jetzt auch nichts mehr machen. Das ist einfach nur jetzt ein abgearbeitetes Gebiet. 100% machen wir sowieso nicht. Wir können noch mal gucken, was die Bühne ist genau. Ob das nur Deko ist oder irgendwas, was wir noch ausschlachten können. Wir gucken mal zu Hause nach. Also die Bühne, die ist eine Geschenk-Multibox. Ich hätte sie euch sehr gerne hingestellt. Aber sie ist riesig. Ich finde sie total genial. Aber ich habe jetzt wirklich überhaupt keinen Platz dafür. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Sie muss erstmal im Lager bleiben. Dafür machen wir aber einfach jetzt das Päckchen auf. Das ist die Belohnung für, ich glaube, 20 oder 25% abräumen. Ja, enthält wieder so ziemlich das Übliche. Dankeschön. Okay. Hatte ein bisschen gehofft. Wir schauen mal auf unsere Karte. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass die Bühne... Erinnert ihr euch bei der Geschichte da vom Mr. Beers? Da wurden diese Steps immer erst später freigeschaltet. Ne? Also man konnte das hier, glaube ich, erst 2 Wochen später, oder ich weiß gar nicht mehr, 2 Wochen, eine Woche, 2 Wochen später anfangen. Nicht gleich mit dem zusammen. Und das hier kam erst 4 Wochen später. So hatte man schön Zeit. Und diesmal hatten wir wirklich nur 1 Monat Zeit, 4 Wochen Zeit für die ganze Geschichte. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ganz viele gab, die es gestört hat, dass das so aufgeteilt war. Oder sie haben es einfach nur deswegen so gestaltet gehabt, damit man das allererste Geschichtsabenteuer nicht gleich so durchbrettert. Und dann haben sie halt festgestellt, auch die Leute brettern es eh nicht durch. Oder ach, keine Ahnung, oder es ist nicht so schlimm. Ich hatte das gehofft, dass es hier auch so ist. Deswegen habe ich mir auch ein bisschen Zeit gelassen, weil ich gedacht habe, ach, bis dann die nächste aufmacht und so. Da habe ich jede Menge Zeit und jetzt war es gar nicht so. Man hat für alles nur 4 Wochen Zeit und wenn dann halt so viele andere große Events auch noch sind, dann ist es schon schwierig, das alles zu schaffen, finde ich. Vor allem, wenn das dann so Energiefresser sind wie hier. Ja, das heißt, wir müssen jetzt in den nächsten, jetzt sind es noch 3 Tage, aber ich muss ja auch ein bisschen schlafen. Und kann nicht jederzeit aufnehmen. Muss ich das noch schaffen? Also 2 Tage Zeit, würde ich jetzt mal sagen. Um das noch aufzunehmen, wenn ich es nicht schaffe. Ich hoffe, es sind nicht so viele Level. Nicht verraten, wie viele es sind. Ich habe nicht nachgeschaut. Ich hoffe, es sind nicht so viele Karten, Höhlen, was weiß ich, was sie sich wieder ausgedacht haben. Sondern nur eins und vielleicht noch was Kleines oder so. Also ich, boah, das wäre echt doof, wenn das irgendwie noch 3 Ebenen hat oder so. Okay, werde ich heute aber nicht mehr angehen, denn mein Kuchen sieht ja auch schon ziemlich aufgefuttert aus. Sondern jetzt müssen meine Bäcker erstmal wieder ran. Und wenn wir morgen wieder ein bisschen Kuchen im Rücken haben, dann starten wir ins letzte Geschichtsabenteuer.